Max in Südhessen, Reichelsheim im Odenwald. Auf dem Bauernhof Dingeldey stoßen wir gleich auf 7 Familien am Stück, die weniger als 50 Kilometer gefahren sind, um ihre Herbstferien nah zu verbringen. Wir wohnen in Rhein-Main-Gebiet, ein Ballungsgebiet. Bei uns ist viel Straße an Straße, Industriegebiet neben Industriegebiet. Und das ist hier schon viel idyllischer und ruhiger, alles saftig, grün. Ja. Es gibt mit Sicherheit auch überall auf der Welt tolle Orte, die urlaubswert sind. Aber den Stress muss ich mir nicht geben. Erholung kurz hinter dem eigenen Zuhause. Für diesen Trend steht im Odenwald ein Bauernhof neben dem anderen bereit. Wir treffen 2 Familien aus Südhessen, die ihre Ferien sogar schon seit Jahren immer wieder am selben Ort verbringen, auf dem Weberhof in Brenzbach. Wenn es hier schön ist in der Umgebung, muss man ja nicht noch 200 Kilometer in den Bayerischen Wald fahren. Es ist ruhig, es ist erholsam, es ist eine viel bessere Luft und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Barbara Weber betreibt den Hof seit 1971. Die Tendenz, dass immer mehr Gäste aus dem direkten Umland kommen, hat ihrer Ansicht nach erst in den letzten Jahren zugenommen. Diese Zeit heute ist sehr hektisch geworden. Kennen Sie ja selber, man ist dauernd irgendwo beschallt und voller Unruhe, die ganze Welt. Und die Leute wollen einfach mal ihre Kinder geerdet haben. Man will schnell mal raus und dann ist die Tendenz auch nicht lange Ferien zu machen. Weil der Andrang groß ist, hat sich der Weberhof gerade erweitert. Es gibt 9 Ferienwohnungen zum Preis von 75 bis 90 Euro die Nacht. Fazit: Immer mehr Hessen, aber auch immer mehr Niederländer machen Ferien in Hessens Natur. Und je näher der Urlaub vor der eigenen Haustür liegt, desto größer die Erholung.